Wir nehmen euch heute mit auf den Weg nach Kölbe und zeigen euch ein paar Highlights wie den Hohenstein und den Mühlenberg. Also das hinter uns ist ein alter Munitionsschutzbunker. Der wurde vor einer Weile zu einem Fledermausquartier umgebaut. Wir sind 2 Stunden an Hohenstein und Mühlenberg gewandert bis nach Kölbe und es ist ein wunderbarer Weg. Wir sind am Fledermausquartier vorbeigekommen und auch an einer Brücke über die Lahn. Unser Weg heute nach Kölbe war einer von vielen Wandertipps, die folgen werden, also schaltet das nächste Mal wieder ein.